Meine Damen und Herren, ihr merkt schon, ich bin wieder hier an der Front, ja, in Hell Let Loose. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. In der letzten Folge, Hell Let Loose, war ich auf genau diesem Server. Wilde Geschichte. Da gab's eine Situation, wo ein Herr irgendwie das alles ein bisschen zu ernst genommen hat. Ist auch scheißegal. Im Endeffekt war ich nur ein bisschen verwirrt von der Gesamtsituation. Und er hat sich in den Kommentaren, und das können wir vielleicht, warte mal, das zeigen wir mal kurz. Sterzig, Hell Let Loose. Und er hat sich in den Kommentaren, ne, hier war so Roleplay und dann kam ein Typ rein, meinte, ich bann euch alle weg, wenn ihr jetzt nicht die Klappe haltet. Und da hat sich jemand in den Kommentaren gemeldet. Suntech92. Er hat sich sehr bei mir entschuldigt und er will sich mit ihm unterhalten und so weiter und so fort, dass das halt nicht geht. So. Und, Bro, so deep ist es nicht. An alle Servermitglieder, die mir gerade zugucken, es ist nicht schlimm, ist doch alles gut. Im Endeffekt, da wollen viele Leute tryhard und ich verstehe das auch. Und ich möchte auch da nicht irgendwie eingreifen oder so. Ich denke, wenn Leute ihren Spaß haben in einem Videospiel auf dem Server, dann dafür ist der Server da so. Wisst ihr, was ich meine? Im Endeffekt habe ich geschrieben, ihr seid alle Legenden und so weiter und so fort. Und Suntech92, ich weiß nicht, ob höchstpersönlich, zumindest jemand von der Lead-Ebene, hat mir auf ihrem Server All Cats Are Beauties, Kuss, den VIP-Status gegeben, glaube ich. Denn ich komme die ganze Zeit nahtlos, ohne Probleme auf den Server. Also ich bin nie in der Warteschlange, ich komme hier immer rauf. Und das ist der Hammer, glaube ich. Ne? Ich komme hier zumindest rauf und das ist der Hammer. Deshalb, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hell Let Loose. Falls ihr neu seid, abonniert doch gerne rein. Würde mich mega freuen. Wir spielen heute einfach mal so eine anderthalb Stunden, ein, zwei Spiele, schauen uns das Ganze an, chatten mit irgendwelchen Leuten in der Umgebung und gucken, was geht. So, so viel dazu. Jetzt gehen wir erstmal rein. Alles gut. Ey, jetzt entspannt ihr euch erstmal. Von wo kam das denn? Ich gehe mal da vorne zu den Jungs. Ich hoffe, ich sterbe nicht in der Zwischenzeit. Ist da jemand? Nee. Okay. Let's see. Wir gehen jetzt erstmal rein und schauen uns das an. Okay, mein Voice-Chat funktioniert. Ich gehe mal zu Eagle und ihnen da vorne. Die sind ja übel am Fa... Ich weiß nicht von wo. Ach du Scheiße. Aber von rechts. Okay, never mind. Ja, vielleicht war das nicht der beste Ort, um da vorne zu spawnen. Ich bin in irgendeinem Squad. Ich habe keine Ahnung. Toastbrot ist mein Squad-Lead, I think. Oder einer von denen. Ich bin in den Squad gegangen, weil die Namen da am witzigsten waren. Ich spawn mal hier bei der Gani. Oder haben wir so einen Außenposten oder sowas? Wahrscheinlich nicht. Ich bin auch noch nicht auf irgendwelche Leute getroffen. Ich weiß nur, ich war jetzt vor kurzem auch nochmal mit einem Kumpel auf dem Server. Und da haben wir auch viele, viele nette Leute getroffen. Also, hier, All Cats Are Beauties, ne? Mein Main Hell Let Loose Server. Wenn ich zocke, dann hier. Kommt alle auf den Server! Donatet rein! So, ich habe mir ein Glas Wasser geholt. Ihr seht es gerade nicht. Aber heute wird geballert, Freunde. Lehnt euch mal zurück. Alter, da ist Oompa Loompa. Eagle! Wie ist die Lage an der Front? Schlimmste. Scheiße, Alter. Okay. Ich kotze im Strahl. Ja, ey, ich verstehe es aber auch. Warum? Hä? Was ist denn jetzt los? Vollbild im Fenster, Dicker. Vollbild. Was war das denn jetzt gerade? Plötzlich, habt ihr es gesehen? Das habe ich ja noch nie gesehen. Okay, wir sind leider wieder weggebombt worden. Aber hey, guck mal, jetzt ist die Auflösung voll im Arsch. Bro, was ist denn hier los? 4K, Einstellung anwenden in mein Arschloch, let's go. Also so geht's ja gar nicht hier. Ja, ich möchte die Einstellung behalten. So, jetzt sieht's auch schön aus. Ne? Unsere Mates laufen auf jeden Fall schon weg. Ich weiß auch gar nicht, es sieht gerade gar nicht so gut aus. Ne? Ich wurde, glaube ich, gerade mehr auf dem Server weggebombt, als ich überhaupt mal rumgelaufen bin und mit Leuten gesprochen habe oder ähnliches. Ich bekomme hier nur auf die Fresse. Vielleicht heute beste Runde oder so.
Ah, Wasser. Wasser ist wirklich gesund. Tipp von mir, am Anfang des Tages immer einen Schluck Wasser trinken. Ich mache mich mal ein bisschen kleiner. Bin ich der Einzige, der hier gespawnt ist? Scheint fast so. Bro. Wir werden doch keine 2 Meter kommen. Wir werden doch keine... What the fuck? Von wo denn? Nee, da muss ich mal mit den Server-Eigentümern sprechen. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Kann hier nicht einfach geholt werden. Oh, scheiße. Sind wir schon... Sind wir hier nicht voll in Feindgegend gefühlt? Jo, wo sind die Feinde denn, Mann? Was sagst du? Osten und Westen? Ich muss die mal alle ein bisschen lauter machen, warte. Nahbereich. Okay. Alter, hier werden alle abgeknallt. Umherum gerade. Digga. Team Kill! Sorry, man. Er hat sich entschuldigt. Okay, ich krieg gerade nur aufs Maul. Das ist doch bescheuert. Sind hier so viele Gegner in der Umgebung? Wie sind denn die hier vorne auf der Straße ohne Probleme? Jungs, wir Südosten. Südosten, kommt feindliche Infanterie übers Feld. Nehmen Südosten? Ja, Südwesten auch. Oh, habe ich den einen gekillt? Ey, Leute, ich sehe nicht einen Gegner, ich bin ehrlich. Ich sehe einen, und sagt ihr wo? Südwesten. Moon! Ich hol. Hallo. What the fuck? Ich mach doch noch mal ein bisschen leiser. Kann ich bewegen kurz? Hä? Ich muss hier rein. Okay. Alles gut, du wirst überleben, Toastbrot. Komm zurück hier. Danke, hier hin. Wunderschönen Gesicht. Ich muss echt sagen, ich habe ein bisschen Schiss hier. Nee, wir müssen hier Südosten. Da kommt die Infanterie her. Ach du Scheiße, sind die schon im Graben? Nee, ich glaube Sniper. Im Graben, Ente. Von hinten, Achtung. Im Graben? Hab ich den? Der ist down. GG. Get fucking wrecked, son. Da hinten kommt ein Panzer. Holy shit. Aber von rechts. Die sind schon da. Ich sag doch. Ich sag doch, die sind schon im im Graben hier. Nee, das ist mir gerade hier alles zu heiß. Ich möchte mal ruhig. Lass mal alle Defense bei Drone in Fields gehen. Nein. Kannst du vergessen. Das mache ich nicht. Und idealsterweise. Achso, die wollen hier alle in die Defense, ne? Weil die das hier gerade einnehmen. Da ist eine Garrison. Wir haben ja nicht mal hier einen Außenposten. Ach du Scheiße. Ja, die nehmen das gerade gnadenlos ein. Wir haben verkackt, Männer. Vielleicht gehe ich in die Defense hier rein. Das bringt ja nichts. Die haben das ja gleich eingenommen. Ja, ich spawn da hinten. Scheiße! Hä? Das ist doch alles scheiße. Nee, hier vorne geht's schon richtig rum. Ich gehe da vorne ins Haus rein. Und defende. Scheiße. Annäherung über Saint-Maurice. Okay, ich frag mal, was hier vorne geht. Jungs, wie ist die Lage hier? Hier ist Panzerbeschuss schon von einem großen Heavy-Panzer. Och nee. Also es läuft nicht gut, sagen wir mal so. Ja, oder ist der Panzer? Ach du Scheiße. Ich bleib hier. Panzer, Jungs! Pass auf!
Alter, der sägt da aber auch rein. Oh 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 oh. Der stirbt doch gleich. Rauf da! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Junge, wo bin ich hier reingeraten? Ja, holt ihn. Sehr schön. Der Turm dreht sich, der Turm dreht sich. Das war's jetzt noch, oder? Medic! Und Medic! Hinterm Panzer, hinterm Panzer. Outpost platziert. Ich werf Granaten hin. Super. Oh, da hab ich wen zerrissen. Da hab ich wen zerrissen. Habt ihr gesehen, wie das Bein weggeflogen ist? Alter, what the fuck is going on? Ich will nach Hause! Wie soll ich denn jetzt hier weg? Mit dem Panzer. Kann den keiner abschießen! Au! Da steht noch ein Panzer auf der anderen Seite der... Da stand einfach noch ein Panzer auf der anderen Seite der Brücke. Willst du mich verarschen? What the fuck, Alter? Junge, er stand da einfach hinten. Okay, wait. Ja, okay, wie sollen wir das denn machen? Was ist denn mit meinem Team los? Spielt hier keiner mehr? Wo sind denn die alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also sind das überhaupt 50 Spieler? Ich habe doch keine Ahnung, Alter. Ich habe das Gefühl, die Hälfte meines Teams hat schon aufgegeben hier. Egal, falls wir jetzt verlieren, neue Runde, neues Glück. Irgendwann geht's ja weiter, ne? Früher oder später. Oh mein Gott, ey. Also zumindest gerade sieht es nicht gut aus. Ich weiß auch gar nicht, wo die ganze gegnerische Infanterie ist. Man kriegt ja nur aufs Maul hier. Wisst ihr, was ich meine? Die haben uns so im Arsch. Alter. Ja, das ist vorbei. Das ist doch vorbei, oder nicht? Wie sollen wir das denn einholen? Das können wir gar nicht einholen. Ich habe 2 Kills. Ja, einmal mit der Granate und ich glaube, den einen habe ich auch getroffen. Das war es aber. Ich kann es vergessen. Junge, wir kriegen so hart aufs Maul. Wir haben auch keine einzige Garni mehr. Die spawntrappen jetzt einfach nur noch. Wir haben halt die HQ-Garnis, die haben wir. Dann haben wir halt so ein paar Leute, die hier hinten rumwuchern, aber das war's. Ja, die nehmen das jetzt auch ein. Ich glaube, das ist ein GG. Ich kann nochmal spawnen, aber es bringt, glaube ich, auch nicht mehr viel. Alles gut, wir werden überleben. Wir werden überleben. Alles ist in Ordnung. Reißt euch zusammen. Das ist nicht gut. Also das ist doch... Jetzt nehmt das bitte schnell ein. Ich kann das nicht mehr. Wir werden ja so weggemacht von denen. Holy shit. Da kann ich eigentlich nur noch ganz entspannt jetzt zugucken und vielleicht ein Wässerchen hier trinken. Aber das war's. Oh, das ging voll auf mein Panzer auf Ping. Achtung. Und ganz viel Infanterie. Ich habe mich hier gerade so voll gesaut. Mein ganzer Tisch ist voll mit... OP nach. Ganzer Tisch ist voll mit Wasser gerade. Aber alles gut. So, guck mal, einmal ein bisschen rubbeln und schon ist alles wieder fein. Ne? Jetzt natürlich das Mauspad ein bisschen nass, aber was soll's.
Ich habe auch nichts mehr zum Spawnen. Die haben das jetzt zerstört. Das war's. GG. Ey, Volker. Das bringt nichts mehr. Ist vorbei. Ich weiß, ich weiß. Leider. Ist leider gelaufen. Ist in Ordnung. Im Endeffekt haben sie es gut gespielt. Ne? Aber jetzt sind wir immerhin bei einer Runde von vorne dabei. Oh, das ist doch nur so offene Felder, oder? Sowjetunion. Es sieht sehr offen aus zumindest. Soll ich Aufklärung machen? So, und jetzt holen wir uns einen Sniper mit rein, der einen coolen Namen hat. Nein. Sieg? Nein. Wir brauchen einen coolen Namen. Das Ding ist, mit Sniper kannst du halt so... Ich würde halt gerne Sniper spielen. Nein, ich brauche jemanden, der es checkt, you know? Nein. Ich würde halt gerne snipen. Nein. Nein, nein. Ich lasse einfach niemanden rein. Felix, BO2. Nein. 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 Ich spawne erstmal hier. Kann ich nicht Ausrüstung... Ja, kann ich nicht ihn hier nehmen? Rolle kann nicht geändert werden. Wieso kann ich nicht den hier nehmen? Weil wir den anderen brauchen? Ich spawne erstmal. Vielleicht rekrutiere ich einen. Ich frage erstmal rum. So. Es ist Warm-up. Moin Jungs. Ist das ein Panzer? Junge, was ist das denn? Das ist voll Karacho. So, Felix. Ich frag mal Felix. Yo, Felix! Moin. Moin Felix. Hättest du Lust? Hättest du Lust? Pass auf, ich habe ein Problem. Also, ich würde gerne in diesem Spiel snipen, ja? Das Problem ist, jetzt habe ich diesen Sniper-Squad, aber jetzt bin ich Offizier. Ja? Ja. Wie machen wir? Also, magst du in meinen Squad kommen, mit mir spielen? Sterzig, Junge, bist du der richtige Sterzig? Klar. Magst du mir helfen? Kann ich machen, ja. Ist gut, Junge. Danke, Felix. Pass auf, Osgood. Ich brauch deine... Scheiße. Wo ist denn jetzt Osgood hin, Junge? Nein, Osgood! Was ist mit Osgood passiert, Junge? Was mache ich ihn jetzt? Ich muss doch meinen Sniper rekrutieren. Oh, da ist er. Jo, Osgood. Gehört dich immer. Pass auf, ich brauche deine Hilfe. Warte. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Lobby ist abgeschlossen, oder? Pass auf, ich würde jetzt gleich, ich würde gern für das Video, was ich gerade aufnehme, würde ich gerne snipen. Und da brauche ich deine Hilfe. Das heißt, du schließt gleich, also ne, du gehst gleich auch aus der Dings raus. Also wir beide verlassen gleich kurz den Squad und wenn ich rausgehe, dann eröffnest du den neu, den Aufklärer-Squad. Damit du Offizier bist und ich dann reinjoinen kann zum Snipen. Wäre das fein? Ja, kann man machen. Ich bin aber nicht so ein Ultra-Offizier. Aber kriegen wir hin.
Ja, ist ja nicht schlimm. Also, ich fänd's cool. Ist ja auch, glaube ich, nicht so das Problem, wenn wir einfach so unser Ding machen, weißt du? Du scoutest für mich und wir machen so sneaky Missionen und sneaken uns so durchs Land. Alles klar, verstanden? Geil, dann lass uns auf 3 rausgehen und du öffnest ganz schnell so einen Aufklärer-Squad, ja? Alles klar. Na, du kannst doch einfach Rolle wechseln machen. Echt? Ja, sollte gehen. Wie? Versetzen, also Escape, versetzen und dann könnte man die Rolle wechseln. Aha, aber du bist doch gerade da drin, oder? Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Okay, aber funktioniert es wirklich? Weil du bist ja jetzt gerade da drin, oder? Werden wir sehen, wenn es nicht klappt, dann machen wir das so, wie du gesagt hast. Nee, Rolle wechseln geht nicht. Pass auf, wir verlassen jetzt auf... Genau. Du versetzt dich jetzt auch. Wir gehen beide raus und du eröffnest schnell. Ja, okay. Geil! Let's go! Geil, Alter. Wo spawnen wir? Weiß ich noch nicht, was da. Let's go! Ey, bitte einmal in die Kommentare Eran Osgod. Eine Garni. Nee, ja, hast du recht, hast du recht. Ja, danke für deine Hilfe, ey. So, wir machen uns ein schönes Wässerchen hier rein. Ich weiß gar nicht, wer Osgod ist. Das vielleicht auch so ein Server-Admin ist oder keine Ahnung. Mhm. Für alle Zuschauenden, wir warten gerade, bis die hier vorne so einen Spawnpunkt für uns bauen, dass wir da dann gleich spawnen können. Es sollte gleich irgendwann passieren. Ne, weil hier geht es ja auch gleich schon los mit Krieg. Also hier wird ja gleich schon geballert, denke ich. Und ich gehe mal davon aus, gleich wird hier so ein Spawnpunkt gebaut. Da können wir dann einfach anklicken und dann skippen wir uns diesen ewig langen Walk dahin. Eigentlich, also irgendwer sollte da hier gleich mal bauen, oder? Was denkst du, wie lange dauert sowas mit dem Bauen immer? Aha, da ist schon mal ein Außenposten. Ja, naja, der Außenpost bringt uns ja nicht. Wir brauchen wirklich die gar nicht. Damit Die sind ja lahmarschig. Ja, sollte eigentlich nicht gebaut werden. Ich weiß ja nicht, was los ist. Aha! Da ist einer. Da haben wir. Perfekt. Ey, das wird so geil. Wir werden jetzt so heftig snipen, Leute. Oh, das wollte ich mal fragen. Bist du öfters auf dem Server hier? Ich wechsle ab und zu mal durch so, je nachdem, wo was frei ist. Okay, weißt du, wie das mit, weil ich würde das Spiel voll gerne auch mal streamen und so und ich habe immer das Problem, dass man das ja nicht darf, oder? Nur mit irgendwie 15 Minuten Delay oder so. Kann ich dir gar nicht sagen. Okay, na gut. Ja, das ist schade, was soll ich sagen? So, wir gehen rein. Okay. Alter, das hat ja mega den Scope. Tschüss. Okay, let's go. Ich würde sagen, wir gehen in Richtung Osten und jetzt mal einen Bewegungsmarker. Ey, ich bin da voll auf deiner Seite. Ich höre hier schon die Kugeln fliegen. Du hast den Plan und ich habe die Kugeln, ne? Genau. Ja, wir machen das mit ihm. Falls du den Bewegungsmarker nochmal aufrufen willst, wenn du nicht weißt, wie du gehen musst, einfach hier drücken. Das ist die Nummer 1. Ich musste dich gerade mal ein bisschen lauter machen. Alter, hier geht ja schon richtig die. Ja. Ich folge ihm einfach. Er wird wissen, was er tut. Wir flankieren jetzt von links und ballern den richtig schön in die Seite rein. Ey, wenn du wen siehst, ne, Osgod, dann schreist du.
Panzer dich lang lassen. Da vorne ist auf jeden Fall ein Panzer. Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Okay, wir werden hier schon ordentlich beschossen. Da oben ist noch ein Panzer. Alter! Chill! Okay, hier sind überall Panzer. Holy crap. Alter, wir sind so im Arsch. Niemand hat dir gesagt, dass Krieg einfach ist. Ja, das stimmt, hast recht. Guck mal, wie er ganz entspannt gerade hier die Umgebung analysiert, aufnimmt, ob hier irgendwie mickrige Infanteristen, ne? Das macht er schon richtig gut. Ostgott, mein Freund, mein Kollege, mein Verbündeter, mein, ne? Bindeglied in diesem Squad. Das macht er richtig gut. Jetzt wird man. Ey, wenn der nicht so ballern würde da oben, ne? Könnte ich ihn auch verstehen. Halt mal dein Maul da oben. Hab ich? Oh mein Gott, da oben. Ich glaube, ich hab das in gesehen, in die Richtung, ja. Okay, warte, ich check's aus. Oben auf dem Berg, wo der Panzer ballert, da sind auch richtig viel. Na dann, schneid mal weg. Sag mir Bescheid, wenn du hier unten jemanden siehst. Ja. Okay, aber jetzt gerade sehe ich hier oben niemanden mehr. Zumindest jetzt gerade. Ich guck nochmal hoch. Junge, das Zielfernrohr ist auch so geil. Ja, jetzt gerade sehe ich da oben aber auch nichts mehr. Naja, wollen wir weiter vorrücken? Ja, gerne. Ist das eine Garni von denen? Oder so eine Vorratslieferung von denen? Was meinst du jetzt? Die da hinten rot vom Himmel kommt. Da hinten kommt so ein Ding vom Himmel. Ja, das sind feindliche Vorräte. Ach du Scheiße. Guck mal da. Und wir werden beschossen. Okay, also halten wir da einfach ein Auge drauf, oder? Lass uns mal ranpushen. Ja, okay. Das musst du jetzt klären. Du hast die MP. Ich versuche schon mal in den Graben zu gehen. Jo. Okay, also anscheinend, ne, was ihr jetzt nicht verstanden habt. Hier unten kamen gerade feindliche Vorräte runter. Das bedeutet, hier sind irgendwelche Soldaten, die eine Garnison bauen wollen oder ähnliches. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich habe natürlich jetzt hier maximal eine Pistole. So, irgendwo hier. Ich hab die Pistole bereit. Er war doch irgendwo hier. Ich glaube hier rechts gleich rein. Hast du vor, das Video hochzuladen auf YouTube oder irgendwas? Ja, das hier wird gerade ein Video. Sehr schön, wann dann? Hast du da auch in den kommenden Wochen irgendwann. Ah, auf dem Zweitkanal. Einfach so ein entspannt Uncut. Also auf dem Aufsterblich. Genau. Alles klar. Ist mir übrigens die Ehre, mit dir zu spielen, ne? Ey, die Ehre ist auf meiner Seite. Hä, aber hier ist irgendwie niemand.
Ey, der Feind kann überall lauern. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, ich habe mich gerade so erschrocken, dass du schon hier bist. Holy shit. Aber vielleicht sind die auch da hinten hingerückt. Ich guck mal hier vorne mal. Ey, ich bin so verwirrt. Ich hätte eine Idee, was man machen könnte. Bis hinter durchhalt die Linie und probieren, Adi aufzuhalten. Ey, das fände ich geil. Na dann, warte kurz. Ich mach mal für euch ein bisschen den Game Loud. Nochmal bitte? Ja. Wollen wir dann hier durchs Feld oder wie? Ja. Alright. Ey, verletz dich nicht an dem Stacheldraht. Ja, jetzt, ja. Ne? Das tut weh. Ey, Ostmann ist so eine Legende. Wer jetzt noch nicht Ostmann in die Kommentare gelobt hat, da weiß ich aber auch nicht. Aber kommen wir hier nicht irgendwie auf Gegner irgendwann? Nee, ne? Okay, hier sieht's aber entspannt aus. Das ist natürlich absolut offenes Feld hier. Hey, ich muss die Duck gehen, an deiner Stelle. Aber macht das so einen Unterschied? Ja, wesentlich. Okay. Ja, guck mal, da vorne ist noch jemand. Vielleicht können wir den rekrutieren. Oh, da ist ein Panzer da oben. Ja, der wird da hinrennen. Panzerabwehr. Ah. Ja, dann supporten wir ihn mal, oder? Ja, die können nicht viel aufrichten. Naja. Ein Versuch ist es wert. Zumindest können wir ihm Backup geben, wenn die aussteigen sollten. So, und der hat jetzt einen Raketenwerfer, ne? Apex! Yes, hier ist der Panzer. Siehst du wo? Bitte? Ja, wir werden beschossen. Kann sein, dass du zum Panzer kommst. Meinst du? Oh ja, da ist so ein kleiner Infanteriepanzer da hinten. Der zielt auf dich! Osgott! Ich hoffe, ich schaffe das. Oh! Alles gut, wir sind sicher. Wir sind sicher. Alter, hier zu liegen und auch Infanterie abzusnipen, könnte auch geil sein. Im Feld. Ja, wenn du gerade bist. Ich bin tot. Scheiße! Ich setz mal schnell einen Außenposten. Ja, der muss einen Außenposten setzen, das ist eine gute Idee. Solltest gleich bei mir spawnen können. Ja. 15 Sekunden. Er ist aber noch da, ne? Oh, dieser, da, hier ist so ein kleiner Panzer. Das ist so ein Infanteriepanzer, so ein ganz kleiner, den wir am Anfang gesehen haben. Boah, Entschuldigung. Und der liegt da gerade im hohen Gras. Ah, tot. Ja, ich auch. Ciao. Ich auch. Ciao. Rip. Ja, jetzt müssen wir neu spawnen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie... Dann lass uns doch bei der Garni bei G6 oder so spawnen, ne? Im feindlichen Gebiet dort. Ja, machen wir. Perfekt.
Weil da können wir dann richtig schön auch mal gucken, ob wir da vielleicht so ein kleines Haus finden oder so. Und ob wir da mit der Sniper irgendwas anstellen können. Da oben. Hab ich! Er ist down, Jungs! GG! Moin, Freunde! Warum hat der so eine Tröte? Beste Hupe, Brudi, hab ich von zu Hause mitgebracht, Junge. Ja, ich merk's, ist ein gutes Stilelement. Kannst du mal einen Witz erzählen und danach das machen? Oh, das ist ein gutes Stilelement. Kannst du mal einen Witz erzählen und das danach machen? Nee? Na gut. Scheiß Hupe. Okay. Geh mal rein. So, ich bleib bei dir. Jo. Ja, am besten wäre eigentlich irgendwo schön in Deckung, Sicht auf irgendeine Garni oder so. Ja, er macht's schon richtig. Eigentlich so ein bisschen hier offenes Feld beobachten. Siehst du was? Nee, leider nicht. Theoretisch ja vielleicht auch hier, ne? Lass uns mal zu dem Haus da hinten vorrücken. Ja, finde ich gut. Ja, ja, ja. Von Panzer zu Panzer. Schön Deckung. Leute, wir sind hier auf geheimer Mission, ne? So nicht anders. Okay. Vielleicht so einen Außenposten hier mal setzen. Falls das geht. Jo. Okay. Vielleicht haben wir da vorne Glück. Zumindest sehe ich jetzt in der Richtung hier, Richtung 300 sehe ich nichts. So, das ist... Ach ja, hier ist das aus. Ja, da wurde gerade in deine Richtung, wo du gerade lang gekillt hast, wurde ein Infanteriemarker eingesetzt, aber der ist irrelevant für uns erstmal. Ja. Als ob hier niemand rumläuft. Also die ballern da unten in diesem Dorf. Heftig. Wollen wir unterstützen? Ich weiß nicht, was die abschießen. Ich sehe halt gar nichts. Ich meine, wir haben ja eigentlich einen ganz guten Blick auf das Dorf. Ah, hey, da hinten. Ja, 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 ja. Da hinten, die Richtung. Hab einen. Oh, sehr weit weg. Ich gehe mal hier an den Busch. Ich glaube, da hinten könnten hier Außenposten slash gar nicht sein. Gut möglich. Weil von da hinten kam jemand auf jeden Fall. Da wird der Smoke gerade. Da unten. Da. Shit. Der ist hinterm Zaun. Oh. Ja, 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 ich saw him. Ja, ja, da im Gebüsch. Oh, ich hab den erwischt. Oh, fuck, ich bin tot. Sind wir tot? Warum gibt's noch keine Schalldämpfer? Ah, fuck, ey, von hinten. Ich hab irgendwelche Schritte gehört, aber ich glaube, das war mein Mate eigentlich. Okay, wir spawnen mal hier. Die sind, glaube ich, nicht auf uns, oder? Ich weiß nicht, also... Kann ich nicht schon sagen, oder? Okay. Boah, Alter. Wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht an den Panzer da oben erstmal. Ja. Da haben wir einen guten Überblick, glaube ich, auf die... wo wir auch von rechts gerade gestorben sind. I think. Hab ich. Hier
Hier vorne war einer. Da hinten? Da hinten? Ja, ja, ja. Er lebt. Fuck. Ja. Hab ihn verloren. Sekunde. Hab ihn. Sehr schön. Ich glaube, das war sogar der Kommandant oder so, oder? Hatte so eine geile Mütze auf. Möglich? Hier ist ein Fahrzeug. Da kommt ein Fahrzeug auf uns zu. Kannst du nochmal pingen, bitte? Hier vor uns, vor uns. Hab ihn. Bin rausgeschossen. Fahrer ist tot. Da hinten. Scheiße, Oskott! Ja, der kam von hinten. Von hinten? Ja. Du meinst da, wo unsere Leute sind? Der Schuss kam auf jeden Fall von hinten. Ach, fuck. Ja, der hat uns da irgendwie im Blick. Irgendwer ist da. Diese nervigen Aufklärer! Ja, jetzt sind wir natürlich auch wie auf dem Präsentierteller da mit unserer... mit unserem Außenposten, ne? Das ist natürlich ein bisschen wacky. Da müssen wir durch. Ist Mate da müssen wir gucken, der rennt direkt rein, ne? Ich komm gleich zu dir. Okay, wir müssen jetzt hoffen, dass die Person, die uns abgeknallt hat, dead ist, weil wir haben keine Ahnung, wo der ist oder wo der war. Ja, ja, guck schon wieder von hinten. Wir werden schon wieder von hinten abgeknallt. Lass uns mal über die Bergkuppe hier rüber. Ja, scheiße. Gib mal erstmal kurz eine Falle. Falle? Ja, der. Unser Außenposten ist halt wirklich wie auf dem Präsentierteller dort, ne? Das ist halt räudig. Hm. Eine Falle. Unser Außenposten ist down, wenn du noch einen setzen könntest. Oh, ich glaube, der ist auch gerade ultra unter Beschuss, der Arme. Er ist ja hier. Lass uns mal darüber bewegen zu dem Haus. Ja, ich bin tot. Könntest du noch einen Außenposten setzen gleich? Sonst. Na, warte, dann renn ich mal rüber. Ja, sonst geh's mal dahin. Dann renn ich rüber, warte kurz. Ja, ja. Das ist gut, das ist gut. In der Zeit kann man einen Schluck Wasser trinken. Oh, lecker. Die schlammige Kuhle. Da will er hin. Unser Mate nimmt Yamki ein. Was denn hier los? Übel das Heckmeck. Wir sind einfach hier an der schlammigen Kuhle. Kannst du ja eigentlich mal fragen, ob wir die dir Support geben für eine Garni, oder? Kannst du sowas bauen? Kann ich bauen. Dann lass uns mal ein bisschen weiter weg hier, weil die ist direkt der nächste. Oh ja, true. Ja, guck mal. Hier sind die Leute halt auch schon am Start. Aber der eine ist der einzige hier im Yamki. Okay. Da hinten ist auf jeden Fall ein Panzer. Vielleicht sollte ich mich hier oben in ein Haus setzen, ins Fenster oder so. Mach das. Ich glaube, ich gehe mal hier oben rein. Und guck mal, ob ich da. Ich probiere mal irgendwo Support zu bekommen für eine Garni. Ja. Komme ich hier hoch? Komme ich hier irgendwie ins Fenster oben rein? Auf die zweite Etage. Das ist wirklich eine gute Frage. Wahrscheinlich nur mit Tricks, ne? Oder hier? Nee, hä? Ich kenne die Maps halt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich
Ich höre Panzer. Ich habe Angst. Oh, damn. Hab hier ein Auto gekillt. Sehr schön. Kommando von oben sagt gerade, wir sind viel zu weit weg für eine Garni. Also wir müssen wieder weiter runter bis zum anderen Punkt. Na, dann machen wir das. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Oder wir ziehen unser Ding durch. Außenposten immer weiter versetzen nach hinten und dann probieren Arti auszuschalten. Das können wir auch machen. Das könnten wir auch versuchen, ne? Es wäre eine Mission, sag ich dir. Naja, dann mal Krieg nochmal. Setz nochmal einen Marker hin. Wie ich den gerade gewontappt habe hier, den Bree. Keine Chance. Hier sitzt auch keiner mehr drin. Schau. Aber da sind auch irgendwie gar keine Infanteristen, ne? Na dann, lachen. Na dann. Sind da dann so Leute, die einfach nur an so Kanonen sitzen? Ich weiß es gar nicht. Ja, na, Arti hat zwei Plätze. Einer zum Nachladen, einer zum Zielen und Schießen. Aha. Ja. Wir haben zwar gerade keinen Beschuss, aber möglich ist es der trotzdem, dass da unten ist. Kann man die zerstören? Ja, mit einer Zettel, also mit einer Mine quasi. Oder mit Panzer. Okay. Das können wir jetzt ja nun nicht leisten. Nee, leider nicht, aber wir können das abkämpfen. Das können wir tun, ja. Wir können schön den Assi vom Wien spielen. Das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich gut, das bin ich. Okay, let's go. Ich meine, so weit hinten ist ja auch niemand eigentlich, ne? Naja, man könnte schon gucken, man könnte zum Beispiel gucken, dass wir die Luft. Hier sieht doch alles clear aus, oder? Ja. Ja, wir gehen mal einfach geduckt vor. Ist mal was ganz anderes, ne? Sonst ist immer Action, 20 Milliarden Tode, Geballer. Da explodiert doch was, oder? Guck mal in die Richtung, ob du da irgendwas siehst. Nee, ich sehe gerade nichts. Okay, weil da gerade Rauch war, das Ding. Ja, ich glaube, das ist irgendein Mündungsfeuer auf jeden Fall. Ich habe da auch was gehört. Schauen wir uns mal an. Schauen wir uns mal an die Sache. Aber jetzt schießt Arti auf jeden Fall. Okay, geil. Dann snipen wir die gleich weg und nerven die. Sehr gut. Scheiß auf Arti, Freunde. So, hier vorne war irgendwie Mündungsfeuer, sagte er gerade. Er sollte vorgehen, weil er hat die MP. Hier vorne könnte jetzt alles sein. Ist ein bisschen matschig hier, ne? Naja. Ist hier nichts? Nee. Okay, hier sieht alles chillig aus. Hier ist einfach ein riesen Loch. Ich höre hier irgendwo einen Außenposten oder gar nicht oder irgendwas. Irgendwo muss hier was sein. Echt? Ja. Ich höre legit nichts. Also jetzt höre ich unseren. Genau, das ist unser. Aber vorher hatte ich gerade was gehört. Ja. Wahrscheinlich eher dann da vorne, ne? Vielleicht hier?
mir auch egal. Lass mich mal weiter. Ja, wollte gerade sagen, hier ist hier nichts. Also, ne? Wir sind sehr weit hinten. Hier vorne wird irgendwas geschossen, right? Genau, Arti. Geil, dann ficken wir die jetzt weg. Oh ja, oh ja. Wie Stück. Je nachdem, wie sie besetzt sind, haben wir entweder zwei Dinger da vorne. Ich geh mal über links, ja? Wir haben eh verkackt. Wir verlieren gerade auf jeden Fall. Nein. Doch. Ich gehe jetzt hier noch hin zur Arti, mach die weg, ist mir scheißegal. So, der hält jetzt sein Maul hier hinten. Damit hat er nicht gerechnet. So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Was jetzt? Warte mal ganz kurz. Na klar. Wie gesagt, die Runde ist gleich vorbei. Die cappen uns hinten an. Wir haben es nicht geschafft. Na gut, aber dann neue Runde, neues Glück. Oh. Bei dem Haus. Wo? Naja. Dann nächste Runde neues Glück. Aber war witzig. War eine witzige Runde. So. Freunde. Na, nach dem ganzen Stress. Nach dem ganzen Stress gehen wir mal jetzt hier rein. Kein Plan, wer jetzt hier das Sagen hat. Jan Penner. Ich frag mal Jan Penner, ob ich reinkommen darf. Vielleicht sagt er ja, ja. Jan, bitte. Abgelehnt! Na gut, dann gehen wir rein bei... macht jemand hier mal Uff? Hier, was denn mit Flitzhacke? Oder... McNash? Ja komm, gehen wir, nicht, dass sie alle so hart try haben, das wäre jetzt tatsächlich gerade nichts für mich. Hier, Crusader, moin. Gehen wir hier rein. Und wir nehmen den Maschinengewehrschützen, weil ich den echt sehr gerne mag. Veteran, boom. Und dann gehen wir schön hier unten dahin. Ich habe mir so einen kleinen Muffin, mitgebracht. Super lecker. Ach du Scheiße, war das gerade dunkel. Ich komme, wartet! Gib Gas, Leute! Ja, ja, alles gut, warte! Es ist sterzig! Ich komme nicht mehr rein! Ja, vorne immer die Motorhaube auf Dach. Salamu alaikum! Aber jetzt ja. Wissen wir aber, ne? So, moin! Moin! Vorne, Mahlzeit! Mahlzeit! Ey, wer Eier hat so... Ich auch bitte. Er kommt alle auf Dach. Wer dicke Eier hat, wirft eine Granate. Eine Artillerie und wir sind weg. Nein, alles easy. Der Chemie würde jetzt ehrlich scheppern hier. Schmeiß mal eine Partybombe rein. Jawoll. So, Abfahrt, ich seh nichts mehr, boah. Jo, sterzig. Jo, was ist los? Ich bin runtergefallen, wartet. Alter, moin. Leute, haltet komm, euch doch mal kaum, fest. Kaum redet die Frau. Dann halt der Arm. Kannst du mal ein bisschen Plasma sehen oder deinen Klönen? Ja, alle, nach hinten rücken. Alle ein bisschen laut, bisschen ne? Nach rechts, bitte.
Mach mal so. Jetzt können wir. Erinnerst du dich an mich? Hä? Erinnerst du dich an mich? Von wo? Vor zwei Runden. Ja, ich hab gesehen. Busfahrer. Ja, klar. Alter! Das ist einer von unseren dein Wichser. Beschuss von Teammates, glaube ich. Du bist übertrieben laut, Flitzhacke. Einfach reporten. Da fährt ein Panzer voraus. Nein, nein, nein. Ja, und sonst so, wie ist die Lage? Sonst ist super, ja, alles super. Ja, am liebsten gut, aber das Wetter ist halt scheiße. Verstehe ich, verstehe ich. Wir können ja mal Hans Willi fragen, was er. Ja, Schnee ist eigentlich ganz cool hier. Du bist scheiße laut, Flitzhacke. Hans Willi! Hans Willi! Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Oh nur mein Gott! Achtung! Er hat gerade einen umgefahren! Reifen verloren! Scheiße! Wann sind wir da? Noch zweimal fragen. Sind wir schon irgendwo? Geil, ich geh runter jetzt. Ciao! Mal sind wir da! Auf! Digga, wenn der jetzt nicht bald sein Maul hält, ne Fritz? Der ist so laut! Wie lange noch? Ich hab ihm jetzt dreimal gesagt, er ist laut wie Scheiße. Okay, ich versuche mich mal hier oben reinzustellen. Ich weiß nicht, ob das geht. Bro, es ist so dunkel. Nee, geht nicht, oder? Okay, ich versuche mich mal hier... Doch, ich versuche mich mal hier ans Fenster zu stellen. Bewegt euch, ihr feigen Schweine. Nenn uns nicht so, ey. Anscheinend da hinten? Ja, überall da hinten. Ich sehe so ganz viele... Ganz viele sich da hinten so rumlaufen. Aber nur so ganz leicht. Da zum Beispiel. Das war ein Treffer, das habe ich genau gesehen. Jo, du bist ja bei mir. Alter, da hinten, also man sieht schon, zumindest grob, dass da hinten die Leute sind. Wenn jetzt kein Nebel wäre. Bro, Alter, die kriegen halt so auf die Fresse. Oh mein Gott, ich kann das so hart durchbursten, das ist nicht mehr feierlich. Ich rück aber auch mal vor. Kein Bock mehr auf die Scheiße. Jungs! Ja, mehr Pings, Jungs! Markieren! Ja, halt mal dein Maul, halt mal dein Maul! Wir haben schon vier Leute weggeholt. Mehr aufklären. Ja, ohne Aufklärung, ohne mich, sag ich mal. Auf Ping. Kann man hier vielleicht so durchschießen? Nee, warte mal. Hier so? Nee, macht gar keinen Sinn. Hier so? Oh! Das könnte knallen, der Spot. Warte, wenn ich noch ein bisschen weiter rechts. Hier. Du hast eine verloren. Das könnte knallen. Hier ist Munition auf dem Boden. Danke für die Info, Bro. Ich kann nicht noch ein Stück. Ja, ich gehe. Komm. Okay, wir sind auch auf jeden Fall hart unter Beschuss hier.
Okay, ich gehe mal hier vorne ran. Habe ich hier so eine Art Lücke? Ich weiß halt gar nichts, ne? Ja, ist okay, ich hab's verstanden. Da habe ich irgendwen gerade gekillt. Irgendwen habe ich da gerade gekillt. Ich habe so einen Headshot-Sound gehört. Frage ist, wenn ich jetzt nach vorne renne. Wenn ich jetzt nach vorne renne, komme ich dann heile an? Okay, das im G kann ich nicht. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ey, ich bin tot. Bin ich tot? Die sind dahinter. Die sind tot. Okay, ich rück vor. Doch, ich kann das so. Ich bin down. Ey, Junge, ich geh einen Meter und bin direkt tot. Man down. Okay, macht aber nichts. 7 Sekunden warten, wir spawnen irgendwo da vorne. Also ich wollte gerade sagen, ich kann das doch aus der Hüfte schießen. Aber das schießt mir alles ein bisschen schnell. Kann ich nicht vielleicht hier... Vielleicht nehme ich doch das erstmal wieder, weil das konnte, glaube ich... Also, die gewinnen ja hardcore gerade, what the fuck? Auf zu Dolgi, wir verlieren gleich. Wenn die so weitermachen. Auf zur Dolgi-Schlucht, Bro. Auf zur Schlucht... Auf zur Schlucht, ihr Larrys! Da müssen wir jetzt hin. Vielleicht mache ich da so einen richtig schönen Kugelhagel drauf, von irgendeiner erhöhten Position von hier. 200 Meter entfernt sind anscheinend Feinde. Zumindest sind da Pinks. Ich habe keine Ahnung vom Wo. Der war schon so close. Fucking hell, das sehe ich alles gar nicht. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Boom. 32 Sekunden. Die Dolgi-Schlucht. Aber die waren ja hier in dem Vorgarten oder haben die den jetzt gekillt? Oder war das hier? Ich glaube, irgendwo hier. Ich könnte mich jetzt versuchen, irgendwie da hinzusetzen oder so. Alter, die sind jetzt halt schon bei der Nagelfabrik, ne? What the fuck? Bro, wir kriegen so hart auf die Fresse. Das ist insane. Die sind überall Leute in der Nagelfabrik. Ey, vielleicht ist das die schnellste Runde meines Lebens, wer weiß. Gefühlt kämpfen wir auch nur gegen höchst qualifizierte Menschen. Nur die sind jetzt halt schon alle am Fighten. Okay, ich renn mal vor. Ja, die gewinnt. Sorry, aber... Da ist vorne jemand, irgendwo. Junge, die sind krank. Ich weiß nicht von wo. Die fallen nur um, meine Teammates. Ich schieß einfach mal rein. Von rechts. Oh mein Gott. Aber wir nehmen, glaube ich, gerade... Wobei, es ist gerade so... Alter, das ist ja mega bescheuert. Habt ihr es gesehen? Warte mal, 4 Sekunden noch. Da können wir uns nochmal die Karte angucken. Jo, wir verlieren. Das war's. GG. Alter. Ich dachte gerade so ganz entspannt nochmal... Auf süß starten wir hier eine Runde. Alles Paletti, Diggi. Aber nichts. Nichts dergleichen. Wird verloren. Ja, ciao. Ciao, GG. Okay, I guess.
das passiert, glaube ich, wenn das Gegnerteam halt übel reinrasiert und bei uns halt nur Randoms drin sind, wie ich. Weil ich zum Beispiel, ich mache ja gar nichts fürs Team, ne? Ich laufe ja nur rum und töte Menschen. Manchmal, also zumindest. Grob. Aber das ist auch in Ordnung. Ja, gut. Meine Süßen. Ist das dumm? Für mich soll das auf jeden Fall erstmal heute gewesen sein. Das waren wilde Runden. Vor allem die Sniper-Runde hat mir sehr gefallen. Falls ihr Bock auf mehr habt, dann schreibt gerne. Ich möchte nur am Ende jetzt hier nochmal ein, wie nennt man das? Eine Idee teilen. Und zwar hatte ich überlegt, es gibt ja mehrere Hell Let Loose Server und auf denen darf in 90% der Fälle nicht gestreamt werden, was auch fein ist und das verstehen wir alle. Das Problem ist nur, ich würde es gerne streamen. Jetzt ist für mich die Frage, wie wäre es, wenn wir einen Server starten, vielleicht mit einer Kooperation mit irgendeinem Serverdienstleister, wenn wir so einen Server starten mit 100 Spielern, wo wir dann halt mit der Community drauf zocken. Es gibt natürlich auch hier diese 65, gibt es denn welche mit wenig Ping? Alter. Sowas wäre eigentlich auch geil, ne? Wenn wir einfach auf so einen Server raufgehen, wo halt einfach null Spieler sind. Hier Dutch, Englisch. Könnte man natürlich auch ausprobieren, ne? Ob man einfach so einen Server abused dafür. Zum Beispiel hier Fliesentisch, Veteran. Da sind halt gerade zwei Spieler so drauf, das ist halt nix. Ob man dann halt so einen Server einnimmt, ne, mit seiner Community. Aber ich fände halt auch eigentlich ganz geil, wenn wir einen Server starten, wo wir... Hier sind die offiziellen Hell Let Loose Server. Hä? Da spielt ja niemand drauf. Das ist ja mega geil. Hä, dann gehen wir einfach auf so ein, what the fuck? Da wird niemand gebannt. Ja, guck mal, hier wird niemand gebannt, weil ich darauf streame, weil da niemand die Rechte... Ist ja dumm. Warum spielt denn niemand auf den offiziellen Hell Let Loose Servern? Und dann gehen wir da einfach rauf und stürmen die. Nehmen uns einfach so hier Rötgenwald voll, Alter. On Stream, gehen da rauf und rasieren dann einfach. Das wäre ja ultra funny. Ja, sowas könnte man mal probieren. Sowas könnte man echt mal probieren. Und dann haben wir nur die Community drauf und alle roleplayen, alle haben Bock, alle haben Spaß. Hä, ist ja ultra geil, weil da kann einen ja niemand bannen. Und da stört man auch niemanden. Beziehungsweise gibt es da keine Regeln. Gut, in dem Sinne, meine Damen und Herren, das war geil heute. Ich hatte sehr viel Spaß. Hell Let Loose sowieso immer Herzensangelegenheit. Absolut geiles Game. War ein bisschen was anderes. Wir haben ja zum Schluss hin, oder ne, mittendrin, haben wir ja fette Sniper-Action gemacht, ne? Grüße nochmal, wie hieß der Ostwald? Glaube. Wie gesagt, lasst ein Like da, kommentiert, war geil. Wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn nicht, dann nicht. Aber bis dann. Tschüss.